ein Zeichen der Stunde ist, dass die Jugendlichen aggressiv sein werden und depressiv. Sie sind nicht lebensfroh, sie wollen nicht mehr leben. Ein Zeichen, Zeichen der Stunde ist viel Polizei, viel Sicherheit, Leute auf der Dunya, die Unrecht begehen. Ein weiterer Zeichen, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Menschen werden an den Gräbern vorbeigehen. Du wirst bei den Gräbern vorbeigehen und du wirst sagen, ach, der hat's gut, wäre ich doch an seiner Stelle. Und das ist doch das, wovon wir reden. Bitte, Jani, lass uns ehrlich sein. Wir können uns belügen und wir können schauspielern und lachen ist Sunnah. Allah weiß, was in unserer Brust ist, wenn wir zu Hause sind. Wir wissen doch, wie wir uns fühlen, ob jung oder alt, Mann oder Frau. Wir sitzen da im Bett und manche weinen sogar, weil sie keine Lust mehr haben auf das Leben. Sie wollen nicht mehr weiterleben. Sie denken sich, was ist das für eine Dunya? Was sind das für Menschen? Ich passe doch hier nicht rein. Das ist doch nicht meins. Richtig? Du siehst doch, alles ist verdorben. Und das ist das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte. Alles, alles auf dieser Dunya ist verflucht. Alles. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, alles, kulluhum, alle sind verflucht. Deine, außer da, wo Allah erwähnt wird und das, was damit zusammenhängt.